was für ein Instrument das ist? Es ist eine Panflöte, ein sehr altes Instrument. Schau, wie du mit deinem Atem einen Ton erzeugen kannst. Man kann unterschiedliche Effekte erzeugen und sogar die Vögel imitieren. Auf dieser Seite sind die Röhren länger als auf der anderen Seite. Warum? Je länger das Rohr, desto tiefer der Ton. Und je kleiner, desto höher. Habt ihr schon einmal versucht, über eine Flasche zu pusten? Hier habe ich eine leere Flasche. Halte den Rand etwa so an die Unterlippe, lächelt ein bisschen und pustet über die Öffnung. Und so spiele ich auf die Panflöte. Um auch andere Töne zu spielen, füllen wir Wasser in die Flasche. Hier gilt, je mehr Wasser, desto höher der Ton. Mit Lorenzo und Francesco habe ich bereits 5 Flaschen mit farbigem Wasser vorbereitet. Damit können wir gemeinsam Hänschen klein spielen. Mit der Panflöte können wir natürlich durch die weite Welt der Musik reisen. Ihr seht hier außerdem die Basspanflöte. Sie wird sowohl als Soloinstrument als auch in einem Panflötenchor verwendet. Sie ist für die tiefen Stimmen. Zum Schluss möchten wir gemeinsam mit euch eine Panflöte aus Strohhalmen basteln. Wir brauchen Strohhalme, Klebeband, Knetgummi und eine Schere. Der längste Strohhalm sollte 15 cm lang sein. Der jeweils nächste Strohhalm wird immer 5 mm kürzer geschnitten. Mit verschiedenen Farben wird die Panflöte schön bunt. Alle Strohhalme werden an der geschnittenen Seite mit Knetgummi verstopft. Die Strohhalme nach Länge nebeneinander legen, mit Klebeband fixieren und umwickeln. Nun könnt ihr versuchen, die Panflöte richtig auszuprobieren. Oben über die Öffnung pusten, so entstehen die Töne.